Erik, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast einen schönen Auftritt mit der Band Fresh Future gerade hier bei Frische Eier hingelegt. Wie war so der Gig für dich? Ja, klasse. Ich musste feststellen, da waren auch die anderen aus der Band mit mir sehr einer Meinung. Es war toll, Open Air zu spielen. Wie ich ja auch schon während dem Gig sagte, so ein kleines Mini-Woodstock hier dann auch, so für Familie. Es hat unheimlich geil gerockt. Also ich bin immer noch, sagen wir mal, so richtig am Schweben. Ne? So schön war es. Das hat das Publikum, glaube ich, auch so empfunden. Das habe ich mitbekommen. Mich interessieren so ein paar Sachen so zu eurer Musik. Woran erinnerst du dich oder was fühlst du, wenn du diese Musik spielst, diese Songs singst? Ja, ich fühle mich natürlich an meine Vorbilder erinnert. So, ich wollte ja früh Rock'n'Roll-Star werden. Das hat ja zum Glück jetzt sehr gut geklappt mit der Band. Wir machen demnächst unsere zweite Platte. Kommt demnächst raus, mit Kaufen auch. So meine frühen Idole halt. So Bad Belly, später Carl Perkins, Hank Williams, dann natürlich Elvis. Ja, ich fühle mich dann halt wie so ein Rock'n'Roll-Star. Ne? Und kann die Leute gut draufbringen. Einfach herrlich, ne? Ein schöner Kontrast zum Alter. Wenn du, ich habe das eben mitgekriegt, so wenn du die Songs spielst, da sind ja auch so viele Breaks und Sprünge drin teilweise. Wie probt ihr die? Wie kriegt ihr das hin, dass das so teil zusammensitzt? Das ist schwierig. Ich habe ja so meine klassischen Aussetzer und Verpasser bei den Songs. Ich meine, ich habe ja genug Selbstironie, dass ich mich dann da über mich selber lustig mache auf der Bühne. Ich verpasse ja schon mal Einsätze. Wie proben wir das? Ja, ich muss bei den Proben als einziger nüchtern bleiben, ne? Damit ich mir das dann auch merken kann. Ne? Weißt du, wie die anderen das machen? Nee, ich habe über deren musikalische Vermögen und wie die da rangehen, weiß ich eigentlich gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Kennen die anderen denn überhaupt die Texte? Wissen die überhaupt, was du da singst? Ich habe sehr oft bei den Proben und auch bei unseren Gigs festgestellt, da ich gut Lippen lesen kann, dass die alle die Texte auch so mitsingen. Und das hat bei mir stark den Eindruck hervorgerufen, dass die meine Texte sogar kennen. Das würde ich so sagen. Doch, die kennen die Texte. Ich weiß jetzt aus einer sicheren Quelle, dass du eine Zeit lang dachtest, einen Künstlernamen anzunehmen, weil du selber mit deinem Namen Erik Sauer, ich finde, das ist ein total guter, klasse Name, aber nicht so zufrieden warst und dann irgendwie, vielleicht so ein alter Ego gesucht hast und der Künstlername sollte sein Cell Paradise. Wie bist du darauf gekommen? Was bedeutet das? Cell Paradise, das war, da bin ich drauf gekommen. Ich habe einmal in meiner Jugend LSD genommen. Und das habe ich, dieses Experiment habe ich dann 20 Jahre später nochmal wiederholt. Und bei diesem LSD-Trip habe ich leider einen DVD-Player gehabt, der eine Lost Paradise-Platte immer wieder von vorne abspielte. Und so kam ich drauf, du bist hier in einem Kerker, und so kam ich auf Cell Paradise. Ja. Also so, so dieser schöne Kontrast auch von eigentlich paradiesischer Weite und eingekerkert sein. So ist mir halt bei so einem LSD-Trip gekommen. Eigentlich eine dämliche Idee. Ja, wir haben jetzt ja ein neues Geheimnis gelüftet, ne, aus dem LSD-Trip. Ich muss ich sagen, kenne den Namen Cell Paradise von dem Buch von Jack Kerouac, Unterwegs, On the Road hieß das, glaube ich, im Original. Ach, und, ja. Und das ist ja eher so ein bisschen, ja, so eine gebrochene Figur, die auf der Suche ist. Ne? Und wenn das als hat das Name, was mit dir zu tun? Ja, On the Road ist ja mein Lieblingsroman. Wie läuft die da? Ja, man hat eben bei dem Gig gemerkt, dass ihr sehr stark rocken könnt. Du hast selber gesagt, du kannst die Leute dazu bringen, mitzurocken und dieses Gefühl zu transportieren. Jetzt hören wir gerade im Hintergrund ein bisschen deine Bandkumpels, die jammen so ein bisschen vor sich hin anscheinend. Hast du jetzt nicht irgendwie das Gefühl, du musst jetzt irgendwie doch mitmischen, auch wenn du kein Instrument spielst, um vielleicht den Songs, die vielleicht daraus entstehen können, deine eigene Charakteristik, deine Persönlichkeit ein bisschen dazu zu bringen? Fände ich eher langweilig. This is the way too soon. Here I quit the game. Born to win, but raised to lose.
out, rebuild yourself, push away the